Hallo, mein Name ist Max Frauenkohn und zusammen mit meinem Vater führe ich einen landwirtschaftlichen Betrieb hier in St. Veit auf dem Prümmerberg. Heute wollte ich euch einen kleinen Einblick in diesen geben. Im Jahre 2015 haben wir uns entschlossen, eine automatische Fütterung von Leli zu installieren, den Leli Vector. Seitdem hat sich einiges getan. Nicht nur der Vector, sondern auch zwei Melkroboter, die A5 von Leli, sind auch installiert worden. Wie kam es zum Vector? Da muss man zuerst mal sagen, am Anfang sollte es nur ein Juno sein. Das Interesse war da für ein Juno. Doch dann hat sich schnell herauskristallisiert, dass der Vector schon die Maschine war, die bei uns in den Betrieb passt. Unter anderem auch Vector, weil der Vector komplett autonom fährt. Er fährt ohne Schienensysteme. Bei anderen Herstellern ist das nicht so. Seitdem hat sich natürlich auch viel getan. Ein großer Vorteil ist die Parkmöglichkeiten. Ich kann 28 verschiedene Raufuttersorten in meine Futterküche lagern. Das ist bei anderen Herstellern ganz und gar nicht so. Die Maschine läuft komplett elektrisch. Ich brauche in etwa 7.500 Kilowatt. Wenn ich das vergleiche mit einem Mischwagen, bin ich viel niedriger an Energiekosten. Ein Riesenvorteil ist für die autonome und automatische Fütterung, ich kann jeder Herde Milchkühe, trockenen, anfütternden Rindern, zwei Sorten Rindern sogar, kann ich jeder Herde eine spezifische Ration machen. Das würde ich so nie machen, wenn ich einen herkömmlichen Mischwagen hätte. Also die Zeit würde ich mir nicht immer nehmen. Die Herde hat sich seitdem von Anfang an mit dem Vector schon verändert in der Hinsicht, dass sie viel ruhiger geworden ist. Mit dem Mischwagen oder mit den ganzen Maschinen war die Geräuschkulisse war enorm. Ja, Fazit nach den 8 Jahren. Das Raufutter, was wir haben, wird in meinen Augen viel besser genutzt. Die Flexibilität, die ich erfahren durfte, der Komfort, der Lebenskomfort ist immens gestiegen. Allen in allem wollten wir die Maschine nicht mehr missen, ganz klar. Im Jahre 2017 kam die Überlegung für automatisches Melken. Es war nicht automatisch ein A5, der kommen sollte, oder sogar zwei, da man den Vector schon besaß, nein. Bei uns war es ausschlaggebend die Beratung und auch das Know-how für Weidehaltung. Unsere Tiere sind biologischer Betrieb und es sollte auf jeden Fall Weide sein, die weitergeführt werden sollte. Und da hat in unseren Augen klipp und klar Leli die Nase vorn gehabt. In all den Jahren mit dem Melken und mit dem Füttern ist die Herde auf jeden Fall einen guten Teil ruhiger geworden. Die Tiere ist ausgelassen auch. Durch den Vector haben alle Tiere die Möglichkeit, immer wieder an frisches Futter zu kommen. Mit den zwei A5 passt es beim Melken auch mit einer Herde mit Fleckvieh. Rundum bis dato sehr zufrieden. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben mit Leli Center Uchsbüld, sind auf jeden Fall positiv. Sie versuchen sich auch jederzeit zu verbessern oder auch Umfragen zu starten, ob der Service auch so ist, wie der Landwirt ihn gerne haben möchte. 8 Jahre Kunde, 8 Jahre Zufriedenheit.